Hier ist Katharina, 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Hallo, Frau Katharina. Ja, also ich habe ein Problem. Ich bin seit 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und seit ungefähr 2 Monaten verprügelt er mich. Seit 2 Monaten? Ja. Wie kommt das? Ist da was vorgefallen vor 2 Monaten, dass er irgendwie sich so verändert hat? Also ich darf ja gar nicht mit meinen Freunden weggehen und wir sind jetzt auch weggezogen, halt wir sind zusammengezogen. Mhm. Und seit wann wohnt ihr zusammen jetzt? Wir wohnen jetzt seit knapp einem halben Jahr zusammen. Mhm. Mhm. Und am Anfang ging alles recht super und so. Mhm. Ich durfte auch so noch mit meinen Freunden weggehen. Ja. Und dann sind wir halt ein Wochenende in eine Diskothek gefahren. Mhm. Und er war auch da. Ja. Und habe mich dann ganz normal mit meinen Freunden unterhalten, natürlich auch Jungs. Ja. Und dann hat er mich aus der Diskothek halt rausgezogen. Die er aber eigentlich kannte, die Jungs, ne? Weil's von ja, früher. Natürlich. Ja. Ja, aber da, ich weiß auch nicht, was dann in dem Vorgang. Dann hat er dich rausgezogen aus der Diskothek und dann? Ja, dann sind wir halt nach Hause gefahren. Wir haben uns im Auto ziemlich laut gestritten. Mhm. Und nachdem wir dann zu Hause angekommen sind und die Türen waren zu, hat er halt auf mich eingeprügelt. Wie stark, wie heftig hat er auf dich eingeprügelt? Ja, also das war so, dass ich danach eine Gehirnerschütterung hatte, Prellungen und mein ganzes Gesicht war blau und angeschwollen. So schlimm auch, dass du in ärztliche Behandlung musstest? Ja. Was hast du da gesagt beim Arzt oder im Krankenhaus? Die haben mich gefragt, was vorgefallen sei. Ja. Und ich konnte daraufhin ja nicht sagen, weil er halt neben mir stand. Da habe ich halt nur gesagt, dass es ein Unfall war. Ja. Und halt bei der Untersuchung musste er kurz raus. Da hat mein Arzt mich noch gefragt. Da habe ich halt auch nichts weiter zu gesagt. Nur mein Arzt meinte zu mir, ich sehe das ganz genau, dass das kein Unfall ist. Und ich würde mich halt von ihm trennen. Ach, der hat das gleich kapiert, der Arzt, ja. Was da vorgefallen war. So, das war das erste Mal. Ja, wie viel Mal ist es jetzt in den letzten 2 Monaten vorgekommen? Na, ziemlich oft schon eigentlich. Naja, was heißt das? Also fast täglich kriege ich mindestens eine gescheuert. Was sind die Anlässe? Sind das banale Anlässe, Kleinkram? Ja, also wenn ich darf ja, er ist mit mir in die Stadt gefahren und ich musste mir alles, weite Pullovers holen, Rollkragen, breite Hosen, weil ich ja gar nichts anziehen darf. Also ich darf mich nicht mehr fein anziehen oder so. Mhm. Ist es jedes Mal so schlimm, wenn er dich schlägt? Nein, eigentlich nicht, halt nur das eine Mal da. Aber sonst, ist es dann eine Ohrfeige oder wie sieht es sonst aus, wenn er dich schlägt? Ja, also ich bekomme eine Ohrfeige. Mhm. Und manchmal zieht er mich halt auch in den Haaren oder tritt mich oder so. Also das ist, weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch Angst, mich so von ihm zu trennen, weil er immer zu mir sagt, wenn du dich trennst von mir, dann wirst du schon sehen, was du davon hast, weil ich liebe dich, sagt er. Na, das muss ja eine tolle Liebe sein, wenn man die Freundin so zusammenschlägt und kaputt schlägt. Das ist natürlich eine tolle Liebe. Die kann man daraus ersehen. Ja, ich habe jetzt auch eigentlich nur die Gelegenheit genutzt, weil er gerade weg ist, mal wieder mit seinen Freunden und ich sitze halt zu Hause. Also gestern auch an meinem Geburtstag war er auch fast den halben Tag weg. Wer weiß denn eigentlich davon? Nur halt meine beste Freundin. Die beste Freundin. Was machst du vom Beruf? Ich bin Restaurantfachfrau. Das heißt, da lässt er dich dann den Tag über raus in deinen Beruf? Ja, er fährt mich morgens hin, kommt in meiner Mittagspause und holt mich dann mittags ab oder abends. Und sonst, habe ich das jetzt richtig verstanden, hat er dich völlig unter seinen Fittichen. Du darfst nichts alleine machen. Nein, ich darf nichts alleine. Darfst du dich denn mit deiner besten Freundin wenigstens alleine treffen oder geht das auch nicht? Also sie darf zu mir kommen oder er fährt mich dorthin. Ach so, aber ihr beiden Mädels dürft nicht mal alleine in die Stadt gehen oder mal in eine Diskothek oder so, ist völlig undenkbar. Nein, darf ich nicht. Hm? Er macht das aber schon, so Sachen. Ja, er macht das. Er ist ja jetzt mit seinen Jungs unterwegs, ne? Ja. Wie alt ist er? Er ist jetzt 21. 21. Hm. Mhm. So, Katharina, das hört sich so schlimm an, dass es eigentlich nur eine einzige Aussage von mir gibt. Aber wirklich eine ganz eindeutige Aussage. Du musst da raus. Du musst da raus, so schnell wie möglich. Ja, aber das ist... Du hast Angst. Das hat meine beste Freundin mir auch gesagt. Ja? Aber halt,
Ich habe Angst, weil dann meine ganzen Sachen, das schaffe ich gar nicht in meiner kurzen Zeit, die Sachen aus meiner Wohnung zu holen oder aus unserer Wohnung und dann weg. Und ich weiß ganz genau, er findet mich. Mhm. Da werden wir dich gleich noch beraten, dass er dich eben nicht so schnell finden kann. Da gibt es genügend Möglichkeiten für Frauen, die in einer solchen Notsituation sind, dass man denen hilft und dass sie auch von ihren Peinigern, sage ich jetzt mal so, das ist ja in deinem Fall auch so, dass sie nicht gefasst werden und entdeckt werden von den Männern. Ja, aber ich bin schwanger von ihm. Das ist egal. Weiß er das, dass du schwanger bist? Ja, ich bin ja schon im 6. Monat. Und da schlägt er dich trotzdem? Ja. Also Katharina, dann ist der Fall ja so. Also einmal hatte ich Blutungen, also er hat nachts hier gelegen, ich hatte Blutungen und hat gesagt, Schatz, komm, ich habe Blutungen, wir müssen ins Krankenhaus. Mhm. Daraufhin sagte er nur zu mir, ich bin müde, kann das nicht bis morgen früh warten. Mhm. Also alles, was du mir erzählst, ist immer noch einen drauf. Ja. Dass ich dann sage, dass ich wirklich, ich denke, da gibt es überhaupt gar kein Zögern mehr, gar nichts gibt es mehr da zu reden. Was ist denn dein Empfinden diesem Mann gegenüber? Ja, halt auf eine Art liebe ich ihn, aber auf eine Art, ich habe einen richtigen Hass gegen ihn. Mhm. Also wenn er reinkommt oder so, dann sitze ich auf meiner Couch in der Ecke und weiß, oh Gott, was passiert jetzt? Also habe ich immer so irgendwie die Hände vor meinem Gesicht, weil ich Angst, er schlägt mich. Mhm. Und das ist ja kein Leben, das ist ja keine Zukunft. Nein. Das ist ja wie ein Sklavenleben, was du da führst. Das ist nicht wie eine gleichberechtigte Person neben dem Freund. Ja. Er behandelt dich ja wie ein Schmutzabtreter. Wie ein Stück Dreck letztendlich. Ne? Er benutzt dich so nach seinem, wie er es gerne möchte, und du bist nichts wert. Deine Meinung, deine Gefühle interessieren ihn überhaupt nicht. Dein Leben interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. So, und das darf nicht sein. Und du musst da so schnell wie möglich raus und auf sicherem Wege raus, dass er dich nicht erwischt. Und da wollen wir dir helfen bei, mit den entsprechenden Tipps und Ratschlägen. Deshalb legst du jetzt auf. Ja. Und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und wird dir die entsprechenden Dinge sagen. Okay? Okay, dann bedanke ich mich. Und dann wünsche ich dir wirklich alles Gute, dass du es schaffst und dass alles auch wirklich heil über die Bühne geht. Ja, danke. Ja? Alles Gute von Herzen. Ja, tschüss. Tschüss.